Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist ja ein epochaler Tag heute hier im Plenum, nicht nur, weil es kurz vor Weihnachten ist, sondern wir haben das ÖPNV-Gesetz verabschiedet, ein Gesetz, was lange in der öffentlichen Debatte war, auch lange hier im Haus in der Diskussion, und kommen heute auch zu der abschließenden Beratung bei der Landesbauordnung. Ein Gesetz, was man auch nur alle paar Jahre angeht, das letzte Mal im Jahr 2000. Wir haben uns jetzt allerdings vorgenommen, dass wir eine Evaluation früher vornehmen können, als das früher der Fall war, weil wir meinen, es ändern sich im Baubereich so regelmäßig substanzielle Dinge, dass man da jetzt keine 10, 15 Jahre warten muss und sollte. Aber trotzdem, Herr Kollege, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen? Ich habe gerade erst angefangen. Ja, aber das ist ja eine Möglichkeit. Sie entscheiden, ja, ob Sie das zulassen oder nicht. Von Herrn Kollegen Kerkhoff. Nein, wer sitzt denn da auf dem falschen Platz? Keiner. Oder ist jemand aus Versehen an den Knopf gekommen? Ja. Na. Okay. Also. Umso mehr gilt Ihnen der Dank für die vorauseilende Zulassung der Frage. Gut, dann mache ich einfach weiter und vielleicht ergibt es sich ja gleich nochmal. Auf jeden Fall. Die Redezeit bekommen Sie hinten dran. Lieber Kollege Hausmann, ich finde ehrlich gesagt, das war jetzt sehr kurz gesprungen. Das war so eine Mischung aus oppositioneller Rosinenpickerei und am Ende dann nochmal der Versuch eines großen Wurfes, um der Landesregierung nachzuweisen, dass sie ja allgemein untätig ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, dafür sind Sie viel zu schlau und viel zu sehr in der Materie, als dass das sozusagen eigentlich Ihre Botschaft hier hätte sein können. Weil wir haben ja miteinander sehr zahlreich in den letzten Wochen und Monaten bei wirklich vielen Verbändegesprächen, bei Podiumsdiskussionen miteinander diskutiert. Und selbstverständlich hat die Landesregierung, haben die Landesregierung tragenden Fraktionen Anregungen aufgenommen. Ich bin jetzt seit 6 Jahren Parlamentarier und fand ehrlich gesagt die Anhörung zur Landesbauordnung hier Ende Oktober mit die sachlichste, substanziellste und informativste, die ich je erlebt habe. Und wir haben natürlich zahlreiche Anregungen noch mit aufgenommen, auch für den noch von uns jetzt vorgelegten Änderungsantrag. Von daher der Vorwurf, und ich habe das ehrlich gesagt von keinem, da müssten Sie jetzt mal Ross und Reiter nennen, ich habe das von keinem Verband wahrgenommen, dass uns vorgehalten wird, dass wir sozusagen über jegliche Argumente weggegangen sind. Es gibt Lob von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, es gibt Lob von der Bauindustrie, es gibt auch insbesondere, da gucken Sie heute mal in den Pressespiegel rein, es gibt Lob von den Behindertenverbänden, von den Verbänden für Menschen mit Handicap, die loben, dass es hier in dieser Landesbauordnung auf jeden Fall einen Fortschritt gibt zu der gültigen. Es gibt natürlich auch, wir haben nicht alles aufgenommen, ja, da waren Dinge auch dabei, die wir nicht als sinnvoll erachtet haben. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass von diesen über 30 Verbänden, dass es hier eine breite Stimmung im Land gibt nach dem Motto, wir haben das alles umsonst vorgetragen, sondern wir haben zahlreiche Sachen aufgenommen. So, und ich will Ihnen 3 Punkte sagen, die aus meiner Sicht wirklich auch ein deutlicher Fortschritt sind gegenüber der bisherigen Bauordnung. Das eine ist Bauen mit Holz. Die Kollegin Philipp hat es eben angesprochen. Nordrhein-Westfalen ist hier, was die Rechtsgrundlage angeht, bislang Schlusslicht bundesweit, weil wir hinter der Musterbauordnung zurückfallen. Und wir sind ein Holzbauland, wir sind ein Holzland in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier eine sehr aktive Wald- und Forstindustrie und wir könnten hier viel mehr an Holzbau genehmigen. Und deswegen haben wir in der neuen Landesbauordnung mit den entsprechenden Brandschutzvorschriften, die jetzt demnächst gelten werden, also nach der Übergangsphase, schaffen wir Möglichkeiten, wirtschaftliche Möglichkeiten für mittelständische Betriebe aus Nordrhein-Westfalen für mehrgeschossigen Holzbau. Das wird intensiv nachgefragt. Da gibt es eine große Szene von Firmen, von Verbänden, die hier ihre Interessen deutlich gemacht haben. Und Nordrhein-Westfalen wird hier in den nächsten Jahren deutlich aufholen. Nordrhein-Westfalen wird vorbildlich sein im Bereich Holzbau. Und das regelt diese neue Landesbauordnung. Und das ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Und ich wundere mich insbesondere bei Ihnen von der CDU, wo Sie ja gerade so die ländlichen Bereiche gerne vertreten und eigentlich auch immer mit Ihren sozusagen guten Kontakten in die Forstwirtschaft hier bei anderen Themen uns mit Informationen am Pult entgegenkommen, dass Sie in diesem Bereich sich wirklich, also in Ihrer Rede, Herr Hausmann, da war da nichts von drin. Welchen Stellenwert hat das Thema Bauen mit Holz für die CDU? Finde ich, da sind Sie jede Antwort schuldig geblieben. Als zweiten Punkt, von Herrn Schemmer lasse ich keine Zwischenfrage zu diesmal. Das mache ich immer, aber das bringt nie was, deswegen mache ich es diesmal mal nicht. Der zweite Punkt bei Ihrer Rede, Herr Hausmann, es war eben so eine Mischung aus, auf der einen Seite sind wir Hemmschuh der Bauindustrie, also hier passiert nichts. Da sprechen alle Zahlen, wirklich alle Zahlen dagegen,
Nordrhein-Westfalen ist deutscher Meister im sozialen Wohnungsbau. Wir haben im letzten Jahr 40% mehr genehmigte Bauanträge gehabt. Und wir haben in diesem Jahr fast 150% der Förderprogramme schon verausgabt. Ja, wir haben ja bei der Wohnraumförderung von 800 Millionen auf 1,1 Milliarden draufgesockt. Und dieses Geld wird ausgegeben. Es wurden noch nie in den letzten Jahren so viele Wohnungen gebaut wie jetzt. Deswegen geht der Vorwurf auch in die Leere. So. Aber auf der einen Seite fordern Sie hier in Ihrer Rede ein, der Hemmklotz muss weg. Und auf der anderen Seite fordern Sie mehr Sicherheit. Und da müssen Sie sich schon mal entscheiden. Also entweder sind es einem zu viele Vorschriften oder es sind einem zu wenige. Und wenn Sie den Sicherheitsaspekt ansprechen, dann frage ich mich, warum Sie in Ihrem Änderungsantrag jetzt noch mal den Freistellungsbescheid fordern, den wir ja bewusst, nämlich vor dem Hintergrund von Bausicherheit, von baustatischer Sicherheit, jetzt gegenüber der gültigen Bauordnung rausnehmen. Also das ist für mich ein Widerspruch, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Sie das hier zum Thema machen. Ein weiterer Punkt. Als dritten Punkt die Frage von Stellplätzen. Also wenn mich ein Thema in den letzten Jahren ereilt hat, auch als verkehrspolitischer Sprecher, dann ist es die Unzufriedenheit mit der Regelung in der jetzigen Landesbauordnung zur Stellplatzverordnung. Das wird so zahlreich. Ich muss Sie nochmal überlegen, ja. Herr Kollege. Diesmal ist es Herr Kollege Hausmann. Gut, das lasse hat er bessere Karten? Er hat bessere Karten. Okay, ja. Herr Kollege. Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sehen Sie in unserem Antrag denn vielleicht, dass wir auch den qualifizierten Bauleiter gefordert haben, damit das Thema Verbraucherschutz gerade bei der Genehmigungsfreistellung, was ja die offene Lücke ist, dass ja oft etwas gebaut wird, was sozusagen nicht in den Planunterlagen drinsteht, dass das verbindlich geregelt wird mit jemandem, der eine Berufshaftpflichtversicherung hat und somit gegenüber dem Bauherrn, dem Verbraucher unterschreibt, dass das auch verwirklicht wird, was da eingerichtet wird. Also deshalb würde ich dann noch mal auf diesen Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, Ihnen diese passende Frage dazu stellen. Ja, das habe ich gesehen. Trotzdem verstehe ich da nicht, warum Sie trotzdem darauf plädieren, den Freistellungsbescheid beizubehalten. Und dann hätten Sie auch sozusagen auf unserer Seite anerkennen können, dass wir die Frage Vier-Augen-Prinzip, also bei der Bauabnahme, ja mit aufgenommen haben, und zwar nach der Anhörung, weil es doch zahlreich von Seiten der Bauindustrie auch thematisiert worden ist bei der Anhörung. So, ich würde jetzt gerne auf die Stellplatzverordnung kommen, weil das wirklich vielfältig Thema ist. Und da erlauben wir zukünftig den Kommunen, konkret zu entscheiden. Wir geben das nicht mehr von Landesseite vor, sondern die Kommunen haben es in Zukunft in der Hand, individuelle Lösungen für die örtlichen Problemlagen zu finden. Und ich finde das, ehrlich gesagt, in der Abwägung überzeugend. In Zukunft kann der Stadtrat von Münster mit einer individuellen Satzung, die sie sich ergeben werden, entscheiden, wie sie bei Baugebieten mit der Stellplatzfrage umgehen. Man muss das nicht mit einer landesweiten Liste tun, wie das bisher der Fall war. Wir geben diese Entscheidungskompetenz in die Kommunen. Und da hätte ich mir von Parteien, die sonst auch immer gerne vorgeben, sozusagen die Interessen der Kommunen zu vertreten, einfach mehr Unterstützung an der Stelle erwartet. Das ist ein Schritt zu mehr kommunaler Souveränität und ich glaube, es ist ein richtiger Schritt auch verkehrspolitisch, weil man individuell die Veränderung im Mobilitätsverhalten, insbesondere ein Stück weg vom MIV, ein Stück weg vom Privat-Pkw, hin zu mehr Fahrradverkehr damit entsprechend auch unterstützt. Und der letzte Punkt ist aus meiner Sicht die Frage der Inklusion. Hier haben wir mit der Quote von 9, und Sie kritisieren das, da werden wir sozusagen im Suchflug. Wir haben das entsprechend nachjustiert, weil wir nach der Anhörung ausgewertet haben und glauben, dass mit unserem jetzigen Vorschlag nach jeder achten Wohnung, dass wir da näher an der Realität liegen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist das, was die Kollegin Philipp angesprochen hat, dass wir in Zukunft landesweite Zahlen haben, was an rollstuhlgerechten Wohnungen in Nordrhein-Westfalen notwendig ist. Das war auch ehrlich gesagt eine überraschende Situation für mich in der Anhörung, dass selbst die Sozialverbände hier keine validen Zahlen nennen konnten. Und ich glaube, das ist die Zukunftsaufgabe, dass die Kommunen angehalten sind, wie wir das jetzt mit dem Änderungsantrag auch deutlich machen, dass wir in Zukunft hier klares Zahlenmaterial zur Planung haben. Ich glaube, das ist für uns alle, die auch kommunale Verantwortung haben, eine wirklich dringende Notwendigkeit, um entsprechend im Baubereich besser planen zu können. Und ich würde sagen, auch vor dem Hintergrund von einer Evaluation, die wir ja auch vorschlagen, mag es sein, dass wir hier in der nächsten Legislatur zu der Ansicht kommen, dass diese Quote, die 9er-Quote, die Sie jetzt kritisieren, möglicherweise doch nicht die richtige ist, dann kann man das entsprechend nachjustieren. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es der richtige Vorschlag. Ich sehe, dass die Redezeit zu Ende ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.